Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt's das erste Gameplay-Video von mir zum nagelneuen Ghost Recon Future Soldier aus dem Hause Ubisoft. Und ich wünsche euch ganz einfach wie immer viel Spaß dabei. Ja, in Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier seid ihr als Teil einer Gruppe für spezialisierte Taktiken unter dem direkten Kommando der Joint Special Operation Command unterwegs und agiert dort als unsichtbare Eliteeinheit. Ja, eben die Ghosts. Die Ghosts sind für den Feind nicht aufzuspüren, sagt man, und haben auf dem Schlachtfeld einen besonders gefürchteten Ruf. Für mich ist der ganze Titel ein echtes Highlight, weil ich ganz einfach schon immer, oder sag ich mal besonders seit Zeiten der Xbox 360, Fan der Ghost Recon-Reihe bin. Also die Ghosts gab es auch schon früher auf der Xbox, aber ich finde auf der Xbox 360 war es mal ein wirklich legendäres Spiel und deshalb freue ich mich hier heute den Nachgänger mit Ghost Recon Future Soldier für euch präsentieren zu können. Im heutigen Video werde ich euch dann mal einen ganz kleinen und kurzen Überblick verschaffen, was hier alles so drinsteckt in Future Soldier. Und zunächst müssen wir uns natürlich beim Ubisoft-Server anmelden und dazu habt ihr dann auch so einen Uplay-Pass direkt beim Spiel beiliegen, der euch ganz einfach ermöglicht, dass ihr an dem Multiplayer teilnehmen könnt. Das geht ganz einfach wie gehabt oder wie aus anderen Spielen auch schon bekannt. Ihr gebt euren Key ein, den ihr im Pack habt und dann geht's los. Ihr ladet so eine Berechtigung runter, 108 Kilobyte, das geht natürlich tierisch schnell. Also insgesamt müsst ihr da vielleicht so 30 Sekunden für einrechnen und dann kann das ganze Spiel auch losgehen. Besonderheit bei Ghost Recon Future Soldier ist, dass man die komplette Singleplayer-Kampagne auch als 4-Mann-Koop spielen werden kann und das werde ich in den nächsten Tagen auch machen und da auch noch mit Under Cyril beispielsweise im Koop an den Start gehen. So, Uplay-Pass wurde erkannt. Hier sind wir im Hauptmenü, vielleicht kennt ihr das aus der Beta. Wir haben also hier den Mehrspieler-Modus, die Kampagne und den Guerilla-Modus. Das ist so eine Art Hordensystem, also wo man so Gegnerwellen überstehen muss und insgesamt auch eine sehr interessante Sache. Ich habe mir dann erstmal einen Trupp erstellt, ja. Ich weiß noch nicht genau, weil ich bin der Einzige gewesen hier beim Test, der online war, 10 Tage vor Release, wie man diesem Trupp joinen kann. Ich hätte Freunde einladen können, aber derzeit oder zu dem Zeitpunkt hatte natürlich noch keiner von meinen Freunden so weit vor dem Release das Spiel, dass ich jemanden einladen kann. Wenn ihr da frei joinen könnt, die Joins quasi bestätigen, dann lade ich euch hier schon mal in den Sirius Ghost Squad auf jeden Fall ein. Und ich habe keinerlei Ahnung, wie viele Leute da aufgenommen werden können oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt doch mal rein. Das Truppenmotto ist hier ganz klar, kommt hier gerade rechts ins Bild reingescrollt. No luck, no skill. So, ich kann hier auch anscheinend Tagesparolen versenden. Hier gibt es diese unbeantworteten Einladungen und da müssen wir die Tage mal gucken, wenn ein paar von euch online sein werden, wie man das so Ganze benutzt und aktiviert. Ja, mehr Spieler, das kennen wir ja auch aus der Multiplayer-Beta, da habe ich ja schon ein paar Videos von zu gezeigt. Ich habe mal kurz reingeschaut. Dummerweise ist natürlich so früh vom Release einfach niemand online, deshalb blieb diese Option erstmal außen vor. Ihr könnt auf jeden Fall auch private Spiele erstellen. Es gibt momentan 10 Karten, die ihr auswählen könnt. So, jetzt sehen wir hier, für Guerilla kann man auch aussuchen, ob man das alleine spielen möchte mit Freunden oder ob man so eine offene Gruppe macht. Ich lasse euch hier mal ganz kurz die Welle 1 loslaufen, damit ihr ein bisschen seht, worum es geht. Das kommt sicherlich dem einen oder anderen bekannt vor. Also das ist eben so ein typisches Ghost Recon Gameplay und dann kombiniert damit, dass man halt eine gewisse Aufgabe hat. Das ist hier am Anfang immer ein gewisses Ziel einnehmen bzw. halten, gegen eine Gegnerwelle verteidigen und so weiter und so fort. Und hier können wir auch schon ganz schön zuerst dieses neue Deckungsfeature der Ghosts sehen, ja, dass man quasi so ein ganz klein bisschen Unsichtbarkeit mit dabei hat. Ja, gerade der Modus hier schreit natürlich auch danach, mit seinen Freunden gespielt zu werden. Deshalb lasse ich das auch mal ein bisschen außen vor. Ich werfe hier mal die erste Drohne und da wird es halt ein Video von zu geben, wenn meine ersten Freunde auch mit online sein werden. Und deshalb mache ich mich jetzt eher mal drauf und dran, hier in die Singleplayer-Kampagne zu gehen.
Das hatte ich schon mal ganz kurz gestartet, habe aber dann irgendwie nochmal gedacht, Mensch, das nehme ich ordentlich von vorne auf und starte hier eine neue Kampagne. Hier können wir die Lobby sehen, wir können also auch hier mit insgesamt 4 Leuten spielen. Ich hätte hier RT drücken können, wie gesagt, ist noch keiner online, deshalb habe ich das Ganze auch mal alleine gestartet. Ich finde, das ist auch keine schlechte Situation für ein Video, weil man da ganz einfach auch mal sehen kann, ob sich das Ganze nur als Koop spielen lässt oder ob das Ganze auch wirklich als Singleplayer-Kampagne funktioniert. Und ich kann sagen, das lässt sich auch wunderbar alleine spielen, obwohl ich jetzt schon weiß, dass es mehr Spaß machen wird, wenn ich das mit meinen Freunden zusammen zock. So, jetzt geht's erstmal ein bisschen los mit Story und Handlung und ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei den Ghosts. Legt an, wir schalten sie zusammen aus. Ziele markiert. 5, 4, 3, 2, 1. Bergkopf! Kommt mal sichern, alle Ziele angreifen! Zum Ziel vorrücken, na los, vorwärts! An der Stelle hier dürfen wir quasi erstmals wirklich Hand ans Pad anlegen, möchte ich mal sagen, in der Singleplayer-Kampagne. Wir konnten zwar vorhin auch schon diesen Abschuss mit RT machen, aber jetzt können wir ganz einfach sehen, hier können wir uns jetzt frei bewegen, schießen, machen und tun. Grafisch gefällt mir das Ganze doch unheimlich gut, also das kommt zwar nicht ganz an diese AAA-Qualitäten wie bei Ubisofts Assassin's Creed ran, sieht aber doch stellenweise richtig genial aus und kommt auch gerade von der Atmosphäre ganz toll rüber. Also mir gefällt besonders gut die Stimmung im Spiel, die sich auch nochmal sehr schön von anderen Ego-Shootern wie jetzt Call of Duty oder Battlefield 3 abhebt. Die Third Person tut natürlich hier ihr Übriges dazu, aber so Ghost Recon hebt sich ganz einfach so ein bisschen aus diesem Shooter Genre ab, weil es einfach ein bisschen taktischer rüberkommt. Es ist zwar nicht mehr ganz so taktisch wie die alten Ghost-Teile, also wir können unsere Kollegen hier nicht mehr befehligen, nach rechts, nach links oder sowas zu gehen, aber trotzdem, es gibt koordinierte Abschüsse, ihr müsst Gegner markieren und solche Sachen. Also ich muss sagen, erster Eindruck von mir ist einfach sehr, sehr gut und ich bin ja eh ein Ghost Recon Freund, also von mir gibt's einen absoluten Daumen nach oben für Future Soldier. Passt auf, ich will keine Überraschungen. Griffin, sehen Sie das hier? Wir sehen es. Wir machen zur Sicherheit einen Vergleich, aber das sieht okay aus. Verstanden. Was zum... Predator, schnell raus da! Bombe! Weg hier! Weg hier! Los! Lauf! Los! 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 Das war jetzt quasi so ein bisschen die Einleitung für euer kommendes Gameplay und für den Ghost Squad, den ihr in Zukunft spielen werdet. Also diese Bombe hat eben den jetzigen Squad komplett ausgeschaltet und eine neue Ghost-Einheit zieht jetzt los, um die Quelle dieser Waffe zu finden.
So, und da sind neben euch auch noch Ghost Leader, Pepper und 30K mit dabei. Und euer Krieg bzw. euer Einsatz führt euch rund um die ganze Welt, wo Rebellion und Krieg irgendwie rumbrodeln kann. Das Spiel selber wird an insgesamt 8 Schauplätzen spielen, die alle sehr verschieden sein werden. Und darunter sind halt ganz einfach Sachen von Afrika und bis hin zum Polarkreis. Und jetzt lasse ich euch erstmal wieder mit ein bisschen Gameplay alleine, würde ich sagen. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. ¡Localízalo! ¡Ay, idiota! Sauber. Overlord, hier Hunter. Wir sind am Treffpunkt, aber kein Zeichen vom Paket. Verstanden. Wie ist die Lage? Chaotisch. Das Haus ist durchwühlt. Paez geflohen. Alles klar. Wir verfolgen sein Handy, um ihn zu finden. Und was machen wir so lange? Augen aufhalten und uns auf die Jagd vorbereiten. Hunter, Overlord, wir haben Paez in der Leitung. Ich stelle ihn durch. Hallo, sind Sie da? Mr. Paez, mein Team ist am Treffpunkt, bereit, Sie abzuholen. Sie wurden gewarnt. Sie jagen mich. Bin auf der Flucht. Sie müssen mich holen. Aber schnell! Ja, los geht's! Retten Sie diesen Gabriel. Da wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie einigermaßen auf die Kette bekommen. Und das hier ist ja quasi das erste Level. Mir hat das zweite Level von der Stimmung noch ein bisschen besser gefallen. Und man muss von vornherein sagen, man muss sich schon ein ganz klein bisschen mit der Steuerung von Ghost Recon vertraut machen. Also wenn man es noch nie gespielt hat und auch die Beta nicht kannte, wird man das Ganze erstmal so ein bisschen lernen müssen. Ja, also mit in Deckung gehen, Sensorgranaten werfen, wie man anvisiert mit LT halt, mit dem rechten Stick klicken, nochmal in den Zoom gehen und so weiter und so fort. Und das Spiel bemisst auch die ganze Zeit quasi eure Spielqualität und am Ende bekommt ihr auch einfach eine Statistik, ja, wie viele Abschüsse ihr gemacht habt und wie präzise ihr gespielt habt und so weiter und so fort. Und hier können wir direkt sehen, entdeckt. Ja, also da hätte ich vielleicht ein bisschen geschickter oder ein bisschen aggressiver vorgehen sollen. Wir sehen auch hier im Grunde genommen mein erstes echtes Gameplay, also das erste Mal, dass ich die Kampagne durchspiele. Ich bekomme am Ende auch dankbarerweise meine Gamerscore-Points und ja, so ging es dann für mich auch erstmal ein bisschen los hier, mich umzusehen. Ich habe die Kampagne für euch ein bisschen zusammengeschnitten, damit ihr euch einfach so einen ersten Eindruck von unterschiedlichen Szenarien machen könnt, wie hier. Man nimmt halt Position ein, wir haben mit so einem Sensor quasi die Gegner erkannt und dann geht's los, den Raum stürmen. Die erste Kampagne könnte man sagen, die geht bestimmt 25, 30 Minuten. Ich muss mal schauen, ob ich die nochmal separat hochlade oder als Koop-Gameplay. Ich habe mir gedacht, wenn ich euch das hier mal so auf 5 bis 10 Minuten zusammencutte, dann sieht man einfach schon mal ganz schön, wie die Grafik so ausschaut und was das Spiel so hermacht. Ja, was ist mir sonst noch so aufgefallen, außer dass ich den Sensor hier nicht aufheben konnte? Also vielleicht ein Ding, was ich sehr prägnant fand, ist, dass überall halt eine Menge Zivilisten rumlaufen. Also in den ersten Leveln, die ich bisher gespielt habe, kommt es halt auch hier und da mal zu Kollateralschäden. Das bedeutet, dass auch leider hier und da mal ein Zivilist draufgegangen ist. Und meistens wirklich nur einer. Und das ist besonders ärgerlich, weil es natürlich einfach eine bessere Wertung gibt, wenn ihr überhaupt keinen Zivilisten umbringt. Und das bedeutet noch nicht mal, dass ihr hier bewusst auf einen schießt, aber einfach so im Kampf und im Gefecht, wenn gleich die Ballerei losgeht und die Zivilisten losrennen, dann kann es nämlich auch schon mal vorkommen, dass sich einfach einer irgendwie so, ja, in der Schusslinie befindet, den man gar nicht treffen wollte. Ich werfe hier erstmal ein paar Nades unkontrolliert. No luck, no nade. Oben auf dem Dach. Und was soll's, wird der Typ halt abgeballert. Also eure Präzision wird auch bewertet. Ich glaube, meine erste Runde habe ich hier mit 67% abgeschlossen. Ich habe es dann nochmal gespielt, ich glaube auf 71 oder 72%. Hatte eigentlich gedacht, hey, beim zweiten Mal holst du so locker die 80-90%. Das war aber gerade in dem Level hier gar nicht so einfach. Ich kann sagen, im nächsten Wüstenlevel habe ich es dann auf Anhieb auf 91% geschafft. Mal gucken, ob wir da demnächst auch nochmal ein 100% Gameplay von mir sehen können. Runter auf den Boden!
Ja, was mich auch immer besonders interessiert, ist ganz einfach, was ihr so davon haltet, was ihr über Ghost Recon denkt. Hat so ein Third-Person-Shooter die Chance, überhaupt so ein bisschen mit diesen beiden großen Titeln wie Battlefield und Call of Duty mithalten zu können? Oder sagt ihr generell, naja, so für zwischendurch ist das schon okay, aber so auf die Dauer wird das im Multiplayer nicht überleben? Also, ich war von der Multiplayer-Beta doch sehr positiv überrascht. Also, was ich immer die ganze Zeit sage, man muss sich schon ein bisschen an diesen Spielstil gewöhnen. Aber dann ist es irgendwie eine wirklich schöne Abwechslung, die sich einfach so, naja, einfach aus diesem Ego-Shooter Alltag so, ja, dermaßen abhebt. Pfeile auf Radur! Eine Wind! Gebt ihm jetzt den Rest! Es ist uns 10! Vergebung! Direkt vor uns. Ziel eliminiert. Wenn sie uns sehen, ist er so gut wie tot. Noch einer mehr. Zu unserer Linken. Da oben im Turm. Jetzt! Overlord, Hunter, wir haben das Paket. Verstanden, Hunter. Twisting ist beschädigt. Er fliegt, aber wir können den Vogel nicht erneut riskieren. Die neue LZ ist zu heiß. Zeit für den Notfallplan. Planänderung. Ja, das erste Video zu Ghost Recon Future Soldier ist schon wesentlich länger geworden, als wie ich mir das vorgenommen hatte. Aber ich habe gedacht so, wenn man mal so einen Überblick in diese komplette Singleplayer-Kampagne, also in diesen ersten Level quasi bekommt, hat man einfach einen schönen Eindruck davon, wie abwechslungsreich das hier so zugeht. Und man kann auch selber ganz einfach entscheiden, Mensch, wäre das was für mich? Lohnt sich das, das Spiel zu kaufen oder weitere Videos vielleicht noch anzusehen? Ich kill hier erstmal mit der Pistole noch zwei, drei... ja, Terroristen, Verbrecher, was weiß ich jetzt. Und ich würde sagen, ich lasse euch hier mal noch mit einer Minute Gameplay alleine. Dann könnt ihr mal sehen, was ich hier noch so mit der Pistole wegrocke. Und dann sehen wir uns zum Ende des Videos wieder. Headshot, Baby. Und da war der erste Erfolg mit 20 Gamerscore Points für verdeckte Gefahr freigeschaltet. So, am Ende eines solchen Levels erwartet euch dann immer nochmal die Nachbesprechung, wo ihr sehen könnt, dass ich hier nur 67 von 100 möglichen Punkten bei meinem ersten Durchspielen erreicht habe. Ich würde sagen, das war's heute mit Ghost Recon Future Soldier. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.